In einem roten Kleid und mit einem Strahl auf der Lippe erscheint Melanie Winiger an der Eröffnungsnacht des Zürich Film Festival. Vorgängig war lange nicht klar, ob sie nach der Trennung mit dem Rapper Stress überhaupt das Filmfestival wird kommen. Wären die Schweizer Promis an ihrer Stelle auf dem grünen Teppich erschienen? Zuerst in ihrer Stelle würde ich nicht kommen. Also erstens einmal ist glaube ich, ihr Film nicht wahnsinnig erfolgreich und zweitens würden dann alle fragen, und? Hast du einen neuen? Die würden sagen, sicher nicht. Sag nichts. Also sie wird sicher nicht kommen. Also wenn sie sich das antut, dann ist sie selber schuld. Nein, ich glaube, ich will meine Ruhe. Sie ist aber hier. Findest du das jetzt mutig? Ja. Ich denke mir aber auch, sie weiss, dass sie, was sie erwartet. Unbedingt. Also, natürlich ist das jetzt schwierig. Man wird attackiert von allen Seiten. Aber ich glaube, sie ist eine taffe und eine starke Frau. Und sie macht das. Sie kann dem standhalten. Definitiv kommen. Ich wäre überrascht, wenn sie nicht da wäre. Ich würde selbstverständlich kommen, wenn ich Melanie wäre. Sie ist Filmschauspielerin und sie gehört an das Festival.